Am Mittwochabend ereignete sich auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Dreieck Hockenheim ein Verkehrsunfall, an dem 3 Fahrzeuge beteiligt waren. Wie die Polizei mitteilte, wechselte der 59-jährige Fahrer eines BMW gegen kurz nach 20 Uhr den Fahrstreifen nach links und übersah dabei einen von hinten herannahenden Seat, der von einer 29-jährigen Frau gesteuert wurde. Infolgedessen prallte der Seat, der nach Angaben der Polizei auch zu schnell unterwegs war, in den BMW. Durch die Kollision wurde der BMW gegen einen daneben fahrenden Klein-LKW geschleudert. Der Fahrer des BMW sowie die Fahrerin des Seats wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Fahrer des Klein-LKW blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen in Richtung Mannheim für etwa 2 Stunden gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 30.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.